Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Metal Gear Solid with Twin Snake. Ich habe gerade mal das Spiel neu gestartet, nur um mir das Missionsprotokoll durchzulesen, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Und wir werden übrigens nicht genau hier gespawnt, wo wir gespeichert haben, sondern hier in der Bereich halt. Wir sollten an den Sendetürmen vorbei, um wir müssen ja immer noch zu Metal Gear hin und das zerstören. Wir müssen dafür irgendwie an Sendetürmen vorbei und das ist alles relativ kompliziert. Aber ich werde es mal probieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ist, wo wir gegen den Panzer gekämpft haben, dass wir da lang müssen. So, hier ist eh keiner mehr. Die respawnen auch nicht, oder? Dann müssen wir jetzt hier durch. Na komm, da kommst du eh schon durch. Perfekt. Jetzt sind wir im Canyon. Wir müssen an irgendwelchen Sendetürmen vorbei, weil die Gletscher ja irgendeinen Weg versperren. So, jetzt können wir auch mal unser Thermaldings da benutzen. Werden uns hier echt Minen gezeigt? Da war einer, genau. Und ich glaube... Nee, oh, Moment. Ich sehe so ja gar nichts mehr. Nee, tut mir leid, das geht nicht. Minendetektor kann ich einfach mal machen. Okay, der andere hat es gar nicht mitbekommen. Oder wie? Haben wir gerade Leben verloren? Irgendwie, ich glaube, hier sind keine Minen mehr, weil, oder? Beste Geheimagent der Welt. Ne, hier sind wohl keine Minen mehr. Gut, hier ist auch ein Panzer lang gefahren. Übrigens sollte es nicht so schwer sein, mich zu finden. Ich meine, dann hinterlasse ich hier im Schnee eine Menge Fußspuren. Also lang, sobald einer mal anfängt, mich zu suchen und ich ihn nicht erledige, habe ich ein Problem. Oh. Die sind aber auch teilweise sehr unentschlossen darin, ob man ihn jetzt mich jetzt gefunden hat oder nicht. Also die Kamera meint mich gefunden zu haben. Er da aber, er hat da gar kein Interesse dran. Jetzt sehe ich nichts wegen dem Schnee. Toll. So. Geht doch. Jetzt weiß ich gar nicht, wer mich entdeckt hat. Vermutlich eine Kamera. Ja. Na toll. Ich verfehle eine Kamera, die sich nicht bewegt. Ich bin echt gut. Ich bin ein guter Geheimagent, der Geheimsgeheimagent auch. Wenn ich das so sagen darf. Ein Künstler. Oh. Oh oh. Den Dinger möchte ich nicht in den Weg geraten. Auf keinen Fall. Nuke Building 1F. Also hier kommen wir bestimmt mal weiter. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Hier oben gab es, glaube ich, eine Ration. Aber wir brauchen gerade gar keine. Hey, ich will da jetzt rüberklettern. Wie ging das nochmal? Nein, das ging doch eigentlich mit der Aktionstaste, oder nicht? Hm. Finde ich gemein. Moment. Hier vielleicht? Wieso geht das nicht? Manu. Okay, also hier ducken wir uns runter. Ah, hier darf ich auch nur diese Waffe benutzen, weil hier ja überall Zeug ist, von wegen Plutonium und so. Und das ist halt nur Betäubungskugeln, oder nicht Kugeln, das sind bestimmt Pfeile oder so. Oder auf jeden Fall nichts, was Nukes hochgehen lässt. Na endlich, den hätten wir getroffen. So. Die bemerken uns auch gar nicht. Ich sollte einfach warten, bis sie stehen. Ich treffe die in der Bewegung eh nicht. Alter, nein, nein, nein. Zu viel Bewegung. Habt ihr es jetzt alle mal?
So, ich glaube, jetzt ist hier kein... Oh, ich höre eine Kamera. Die kann ich hier natürlich auch nicht fertig machen. Weil die Betäubungskugeln da nicht viel bringen. Oh, da ist auch eine Kamera. Hehehehe. Ich gehe einfach mal hoch. Da hinten ist auch eine Kamera, ich sehe schon. Hallo Kamera, du siehst mich nicht. Ist echt praktisch für uns, dass die nicht so eine hohe Reichweite haben. Also eine wirklich sehr geringe Reichweite. Ja, ich glaube, das war's dann auch, was wir hier tun können. Dann gehen wir in den Fahrstuhl. Na komm, behalten wir die Waffe draußen. Sicher ist sicher. Find's toll, dass die auch nicht sofort einfach da sind, weil das wäre unrealistisch. So, was haben wir hier bei B1? B1 ist das Stockwerk mit den Toiletten? Ich habe hier immer noch nicht so ganz eine Übersicht. Ja, aber doch, ich habe recht. Anscheinend habe ich doch die Übersicht. Schlechthin. So. Diesmal mache ich es besser. Diesmal werden alle direkt getötet und trotzdem hört mich keiner. Warum liest er jetzt nicht in seine eigene... Na, wir denken nicht drüber nach. Solange er mich nicht sieht, ist alles okay. Ich weiß gerade halt echt nicht, wo genau hin und so ich muss. Und daher durchstreife ich gerade erstmal alles und das sieht echt cool aus, wie er da liegt. Und mit etwas Glück finde ich ja noch was. Gab es hier noch Türen, in die ich nicht rein konnte? Zuvor. Ja, Kugeln sind auf jeden Fall gut. Da beschwere ich mich nicht. Ist das auch so Kommunikation? Nee, Farmers. Ich glaube, das erkennt man visuell auch gar nicht so richtig. Medicine. Okay, gegen was ist diese Medizin gut? Wo ist denn die? Da. Medizin, Erkältungsmittel. Mit Hilfe des Arknopfs nehmen Sie es ein, wenn das Mittel im Fenster ausgewählt ist. Okay. Ich kann mich also auch erkälten. Das wäre ja nicht so super. Ja, hier war ich schon. Hier habe ich auch mein Betäubungsgewehr da gefunden. Meine Betäubungssniper. Gut, dann habe ich hier alles. Jetzt weiß ich gerade aber gar nicht, was im zweiten Stock war. Ah, Moment, ich könnte auch einfach erstmal... Stimmt, ich musste da hinten ja eh lang. Dahin, wo wir gegen Sniper Wolf das Sniper-Duell hatten. Denn jetzt ist sie da ja nicht mehr, dann kann ich da jetzt ja auch weiter. Da wurde ich ja das letzte Mal gefangen genommen. Ich glaube, das ist der Weg to go, quasi, den ich nehmen sollte. Seht ihr, so schnell kriegt man wieder einen roten Faden irgendwie. Oh, ich hoffe, die Fußabdrücke von Meryl sind da noch. Wegen dem Minenfeld. Obwohl, beim letzten haben sie es damit ja auch nicht mehr so ernst genommen. Und die Wölfe, oh nein. Nein, 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 nein. Aber jetzt haben wir den Vorteil, dass wir sie leise erledigen können. Und anscheinend auch unsichtbar machen. Hallo. Also so kommt man hier durch. Ganz vorsichtig und leise. Oh. Findet der andere Wolf seine Leiche? Ne, die ist ja eh schon despawned. Wie soll er sie denn da finden? So, und hier ging es, glaube ich, lang. Der andere Weg war, glaube ich, nur irgendwelche Extras, Munition oder so. Das ging doch. Also mit einer Betäubungswaffe ist das hier echt kein Problem. Ja, das kleine Hundilein lassen wir. Das hat uns nichts getan. So, sind hier diesmal Minen. Und ich gucke jetzt mit meinem Minendetektor. Achso, ich habe ja eh keine Karte. Okay, sind keine. Sind tatsächlich alle weg. Eine Cutscene, das geht scheinbar weiter.
still help. I want to help you. Quiet down. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. War is meaningless. Nothing comes out of war. Snake, please, save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Ist ja eigentlich noch nicht so lange her, dass sie da jetzt wieder eine Rückblende machen müssen, aber okay. Sie wollen halt zeigen, welche Gefühle das jetzt bei ihm triggert, dieses Blut zu sehen. Snake, about Merrill. Colonel, I'm sorry. Listen to me. I wasn't able to protect her. Snake, she's a soldier. She knows that prisoners are a part of war. She joined up of her own free will. I'm sure she was prepared for this. No, you're wrong. Merrill thought she had to become a soldier. Thought it was the only way. She said she thought it would bring her closer to her dead father. She said that? She wasn't ready for real combat. I shouldn't have pushed her so hard. It's all my fault. That's not like you, Snake. Master? What is it? Sorry for eavesdropping, but I couldn't just listen anymore. Master. Snake, you can have regrets if you want to. It's only natural. But you can't keep attacking yourself for things that happened in the past. Nothing good will come from that. He's right. Don't kick yourself. It doesn't suit a legend like you. I'm sure Meryl's just fine. Mei Ling. Snake, forget about Merrill. Stop Liquid. That's what Merrill would want, too. You're right. Merrill would say the same thing. Snake. What? Merrill. She's pretty special to you, huh? Well, yeah, special. There aren't many tomboys like her. That's not what I meant. She's the Colonel's niece and a combat buddy. Is that all? Come on. This is like a police interrogation. No, I just... I guess it's in the genes. The genes? What are you talking about, Colonel? No, I just remembered about Naomi's grandfather. I think Naomi said he rose as high as assistant secretary in the FBI during Edgar Hoover's time. Is that right? Yes. Yes. He was Japanese, and he became a special undercover investigator to nab the Mafia. When was that? Sometime in the 50s, I guess. Where? New York, I think. Naomi, I thought that you didn't have any family. I researched it after I became an adult. My grandfather was already dead by the time I learned about him. I never even had the chance to meet him. Oh. Snake. Good luck. Watch your back, Snake. Dankeschön. Und ich weiß, dass es hier im Gang noch eine Kamera gab. Da will ich jetzt drauf achten. Ups, so meine ich das nicht. Ah, die ist, glaube ich, in einer dieser Kerben. Kann das sein? Wahrscheinlich dann da. Ich meine mich auf der rechten Seite. Ah nein, okay, die haben wir schon fertig gemacht. Wir hören auch nicht mal dieses Geräusch, wenn die hin und her geht. So, jetzt sind wir hier hinten. Hier wollte ich ja auch nochmal hochgucken. Hier war eine Ration, genau. Ah, die habe ich ja schon voll. So, ich möchte jetzt nicht durch die Tür hier holen. Wir haben das letzte Mal gefangen genommen. Ich wollte beim letzten Mal auch schon hier hoch. Aber das kann ich ja jetzt zum Glück nachholen. Okay, nicht so Spannendes. Aber jetzt können wir ohne... und auf uns aufpassende Soldaten hier rein. Wir haben jetzt auch eine Stufe 6 Karte. Was? Metal Gear Solid für Twin Snakes. Bitte den oben... Ach, wir müssen die CD wechseln. Stimmt, da war ja was. Sekunde bitte. Stellt euch hier irgendeine Fahrstuhlmusik vor. So,
Das hätten wir. Jetzt muss ich mich aber noch irgendwie gemütlich hinsetzen. So, es gab bestimmt eine Menge Störgeräusche. Aber ich denke, das ist verzeihbar. Und dann würde ich sagen, jetzt wo wir hier so ungestört sind und wir gerade die CD gewechselt haben, würde ich gerne speichern und den Part beenden. What's up, Snake? Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer. Gather ye rosebuds while ye may. Old time is still a-flying. And this same flower that smiles today, tomorrow will be dying. Snake, laughter is the best medicine. You should be happy you've got enough free time to play a game. Enjoy yourself, okay? Okay. Der Ratschlag klingt doch gar nicht so verkehrt. Spiele sind was Schönes. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Das war's mit Metal Gear Solid with Twin Snakes. Von mir, eurem Vogel. Tschüss.